Moin liebe Smartlights-Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe hier die Viz Hero Tischleuchte. Was ihr damit machen könnt, das zeige ich euch im Video. Ja, das hier ist jetzt die Viz Tischleuchte mit dem netten Namen Hero. Ist jetzt in der zweiten Generation schon auf dem Markt. Die erste erkennt ihr an so einem etwas bräunlichen Sockel. Die neue hat jetzt hier einen weißen Sockel. Das Viz-Logo ist vorne drauf, hinten sind dann noch Knöpfe, wozu die gut sind, das zeige ich euch gleich nochmal. Hinter Viz steckt ja auch keine unbekannte Firma, sondern Signify, der Marktführer in Sachen Beleuchtung. Und die sind unter anderem auch für ihr Philips Hue-System bekannt, habe ich bei mir zu Hause auch mehrfach im Einsatz, bei uns auf dem Blog auch immer wieder in den verschiedenen Beiträgen zu finden. Und mit Viz habt ihr jetzt ja nicht die Zigbee-Sparte, sondern eigentlich so gesehen die Wi-Fi-Sparte von Signify, das bedeutet, die Lampen werden komplett ohne Bridge oder extra Hub betrieben. Ihr braucht nur euren Router. Den hat ja eigentlich sowieso fast jeder zu Hause. Und dann gebt ihr einmal über Bluetooth das WLAN-Passwort in die Lampe ein. Und dann erfolgt eigentlich so die Steuerung über WLAN. Das heißt, überall da, wo die Lampe Empfang hat, also mit eurem Router kommunizieren kann und euer Smartphone natürlich auch im WLAN ist, könnt ihr diese Lampe steuern. Was könnt ihr damit dann noch so machen? Zuerst einmal ist es eine klassische Nachttischlampe, das heißt, ihr könnt hoch und runter dimmen, das funktioniert über die App. Dann könnt ihr verschiedene Weißtöne einstellen, 2200 bis 6500 Kelvin. Also eigentlich auch optimal für Nachtlicht, dass man mal ein warmweißes und ein kaltweißes Licht einstellen kann. Und wer natürlich auch Farben mag, kommt hier auch nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern kann verschiedene Farbtöne einstellen, bis zu 16 Millionen. Ob man jeden einzelnen mit dem Finger in der App auch trifft, sei mal dahingestellt, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Und die Lumenanzahl liegt dann entsprechend dann auch bei einem 4000 Kelvin Weißton bei so rund 620 Lumen, also schon relativ hell. Natürlich kein Ersatz für eine normale Deckenleuchte. Und wenn es dann so in den warmweißen Bereich reingeht, liegt der dann so bei rund 300 Lumen, also immer noch ausreichend, um vielleicht mal was aus dem Kleiderschrank zu holen, im Bett zu entspannen. Da könnt ihr auf jeden Fall dann immer frei einstellen, wie ihr das gerade möchtet, um dann die Helligkeit auch ohne Smartphone zu verstellen. Da gibt es dann auch eine Möglichkeit hier auf der Rückseite. Da habt ihr so einen Knopf, wenn ihr jetzt drauf drückt, dann geht die Lampe an. Und wenn ich jetzt gedrückt halte, dann dimmt sie hoch. Und wenn sie jetzt schon angewiesen wäre und ich drücke den Knopf, dann dimmt sie erstmal wieder runter. Das heißt, ihr könnt zwischen 100 und 1% über diesen Knopf auf der Rückseite auf jeden Fall das Licht auch einstellen. Und was ich auch sehr cool finde, wenn ihr jetzt im Bett liegt, müsst ihr das Smartphone nicht immer unbedingt zur Hand nehmen, sondern könnt einfach hier oben drauf drücken. Dann geht die Lampe aus und wenn ihr morgens aufsteht oder wieder benötigt, also doch wieder einschalten möchtet, dann drückt ihr wieder oben drauf. Und dann geht die Lampe wieder an. Ja, das soll es soweit erstmal sein. Die Funktion habe ich euch gerade erklärt. Wenn es jetzt um die App geht, das ist natürlich auch wieder spannend. Also bleibt einfach dran. Ja, ich versuche jetzt so auf die wichtigsten Punkte drauf einzugehen. Zuallererst müsst ihr natürlich die Viz-App im App- oder Play Store herunterladen. Wenn ihr das gemacht habt, dann installiert ihr diese und danach einmal einen Raum anlegen. Bei mir ist jetzt das Wohnzimmer und das Produkt an sich natürlich hinzufügen. Die Hero wird dann als Lampe natürlich eingestuft und dann könnt ihr einmal euer WLAN-Passwort hinterlegen und somit verbindet sich die Lampe mit eurem Router und ihr könnt diese dann hier über die App steuern. Zum Beispiel lassen sich hier die verschiedenen Weißtemperaturen einstellen, ein sehr kaltweißer Ton hin zu einem sehr warmweißen Ton. Ihr könnt hier die Helligkeit anpassen von 100% auf 1% und natürlich schon direkt auf dem Startbildschirm könnt ihr einmal das Nachtlicht aktivieren oder die Lampe ausstellen und natürlich auch wieder anschalten. Besser, und dafür ist die App dann auch bekannt, dass man sonst viele Sachen einstellen kann, ist es, wenn man hier unten auf diesen Button klickt. Ich zeige euch das nochmal hier, wo jetzt die 2200 Kelvin weiß stehen. Da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr schon, dass ihr hier eine große Auswahl habt. Dann könnt ihr hier nochmal die verschiedenen Weißtemperaturen durchschalten. Hatte ich ja gerade schon gezeigt. Oder hier sind dann nochmal ganz einfache Szenen hinterlegt, die von Viz quasi vordefiniert sind. Was jetzt hier folgt, das sind verschiedene Farben, die ich schon mal gespeichert hatte. Die könnt ihr natürlich dann entsprechend auch per Schnellauswahl immer wählen. Oder was auch sehr viel Spaß macht, ist hier unten die Farbauswahl, indem man mit dem Finger jetzt hier so ein bisschen rumfahrt. Dann achtet mal auf die Lampe und auf die App dann immer so ein bisschen. Da seht ihr, dass jetzt die Farbe zum Beispiel grün eingestellt ist. Dann geht man hier ein bisschen rüber, kann man einen Blauton einstellen, hier ein Lila. Ganz rechts ist dann der Rotton. Und so, zumindest wenn man hier unten in der unteren Hälfte bleibt, hat man auch sehr kräftige Farben. Sobald man hier ein bisschen nach oben geht,
dann nimmt der Kontrast auf jeden Fall ab. Und hier oben ist es eigentlich schon eher ein Weißton, der durchgeschaltet wird. Von daher solltet ihr in der Regel hier unten irgendwo in dem Bereich bleiben. Und dann könnt ihr hier die verschiedenen Farben einstellen, euch aussuchen. Und wenn euch eine gefällt, könnt ihr diese ganz einfach hier hinzufügen und habt dann diese auch als Schnellauswahl. Was auch sehr cool ist, ist hier unten sind die dynamischen Szenen. Einmal das Kerzenlicht, dann ist die Lampe wie so eine Art Kerze. Oder der Kamin, da seht ihr schon, ist auf Taste 3 gelegt. Wenn ich jetzt die Fernbedienung in der Hand hätte oder irgendwo liegen würde, könnte ich ganz schnell die Taste 3 drücken, dann würde der Effekt automatisch starten. Man kann dann hier über die App auch noch die Geschwindigkeit einstellen, entweder sehr langsam oder sehr schnell. Und natürlich auch wieder die Helligkeit verstellen, wo das ein bisschen besser sichtbar ist, ist dann der Party-Modus. Und wenn ich jetzt hier mal ganz schnell mache, dann ändern sich die Farben natürlich auch entsprechend schneller, so wie ich das hier einstelle. Und das sind so die dynamischen Szenen, da gibt es natürlich noch einige mehr. Hier unten kann man noch Aufwachen und Schlafenszeit einstellen, das bedeutet, dass das Licht automatisch dimmt oder halt hell wird, wenn man halt den entsprechenden Punkt anklickt. Auch eine sehr coole Sache, was in dem Zusammenhang noch zu sagen ist, dass man die Szene natürlich auch einem Raum zuweisen kann über die linke Seite. Da kann man noch so ein paar mehr Sachen einstellen. Man kann hier zum Beispiel tagabhängig das Licht automatisch einstellen lassen, also verschiedene Weißtemperaturen. Man kann hier Zeitpläne aktivieren, man kann den Energieverbrauch messen, wenn man jetzt einen Smart Plug hätte und der ist ja ganz neu jetzt auf dem Markt, den stelle ich euch auch nochmal vor. Dann könnte man sich hier den Stromverlauf oder den Stromverbrauch als Diagramm anzeigen. Man kann die Zimmer sortieren, man kann Lichter und Zubehör löschen und anlernen und so weiter. Aber das funktioniert schon sehr gut. Von daher finde ich auch, dass die App sehr intuitiv ist und auf jeden Fall auch Spaß macht. Ja, das soll es soweit zur WIS-Lampe sein. Das Hue-Modell ist ja nach wie vor jetzt schon auf dem Markt zu haben. Dazu findet ihr auch den entsprechenden Link unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr Fragen habt zu dem Produkt, dann gerne unten in die Kommentare oder uns direkt anschreiben über die Social-Media-Kanäle. Beantworten wir natürlich sehr gerne für euch. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr den Smart Lights-Kanal abonniert. Das würde uns supporten. Dafür schon mal ein dickes Danke an euch. Und auch beim nächsten Video wieder einschaltet, wenn es heißt, Jonas oder Malte stellen euch das Neueste aus der smarten Beleuchtung vor.